Ja, und das kotzt mich ziemlich dermaßen an. Vor allem, man will ja auch irgendwas Warmes, Gescheites essen und nicht so nach dem Motto, es gibt hier nur das Saisonessen, sondern ich erwarte eigentlich auch, dass es normales Essen gibt und nicht nur hier eben Saisonessen, also in dem Fall weihnachtliches, ne? So. Ja, zum Glück macht keiner Lichthupe. Ja, und jetzt sind wir schon wieder auf der Landstraße jetzt gelandet. Jetzt können wir erstmal bis Gibraltar uns hier durchmogeln. Mit ordentlich viel Verkehr, mit einer extrem langsamen KI mal wieder, die hier nicht 100 fährt, sondern wieder irgendwas anderes. Und ich kann hier nicht überholen gerade. Ist natürlich noch schlechter. Ich weiß natürlich nicht, wie jetzt hier die Bestimmungen sind in Gibraltar. Das ist natürlich eine andere Sache. Und ja, ich hoffe, es ist nicht so laut, weil ich habe nämlich wieder mein Fenster offen. Weil es fahren ja eh großartig jetzt keine LKWs am Samstag. Also da höchstens ein paar Autos, die man vielleicht hört. Und wir haben es ja auch Abend, auch gerade aktuell hier. So, jetzt werde ich einfach mal illegalerweise überholen. Das kennt man ja mittlerweile schon. Schaut euch mal an, wie langsam die fahren. Wieder hier, die fahren ja 70 oder so. Na gut, jetzt ist hier auch eine Kurve da. Na gut, da ist ja klar, dass man da vielleicht nicht unbedingt mit 100 reinfährt. Seltsam. Auf jeden Fall davon kommt jetzt wieder der Grenzübergang. Der Grenzübergang Portugal-Spanien. Dann schaue ich mal kurz auf die spanische Tafel, wie viel man dann fahren darf. Ich darf mal nur 50 fahren, weil hier ein Grenzübergang ist oder was. Schauen wir jetzt mal gleich auf die Tafel, wie viel auf der Landstraße erlaubt ist. Steht denn da? Konnte ich jetzt überhaupt nicht erkennen. Das Schild war undeutlich. So. Wehe, der fährt raus. Oh, shit. Scheiße. Aber oh, zum Glück dürfen wir fahren, weil ich habe jetzt schon wieder hier die Baustelle vergessen. Müssen wir uns jetzt einfach mal unterordnen. Hopp, fahr. Dann mogeln wir uns jetzt mal dazwischen. Ich habe schon wieder hier diese blöde Baustelle vergessen. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, was das wird. Na, schafft das? Wow, das ist ja mal sensationell. Ja, aber da hätte nicht viel gefehlt, da wäre der LKW gekommen schon. Aber ich habe schon wieder befürchtet, da hat sich mal wieder die KI verschätzt, aber diesmal ging es gerade so gut mit dem Überholen, was der da gemacht hat. Ja, wir werden den jetzt natürlich nicht mehr überholen können, weil da vorne eh gleich eine Kreuzung kommt und das auch dann viel zu riskant ist. Was fährt denn der? Ein paar Erze wahrscheinlich wieder. Na, wir fahren nur ein bisschen Milchreis. Aber sind trotzdem 22 Tonnen. Also, es ist eigentlich ganz schön schwer dann noch.
So, wo will der hin? Der will auch dahin, wo wir hin wollen. Gut. Was hat er denn da geladen? Sieht nach Gold aus. Nee, 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 das wagen wir uns mal lieber nicht hier. Auch wenn wir hier offiziell überholen dürfen, aber die Straßenverhältnisse sind nicht einsichtig. Aber manchmal kommt mir vor, als ob die LKWs teilweise schneller fahren als die Autos hier im Spiel. Das ist allgemein mir irgendwie in letzter Zeit aufgefallen. Wenn man irgendwie hinter einem LKW ist, der fährt irgendwie meistens schneller, habe ich irgendwie das Gefühl. Hier. Nee, 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 da kam schon. Auch wenn der Renault, wie gesagt, nicht zu melden hat, aber das war dann trotzdem riskant. Jetzt erstmal wieder die Linkskurve hier nehmen. Ja, und dann habe ich auch gehört, sehr, sehr schade, der gute Nelson Mandela ist gestorben. Es war ja auch eine sehr große Persönlichkeit, Friedensnobelpreisträger und natürlich auch gerade dafür eingesetzt, wenn nicht sogar die bekannteste Person dafür eingesetzt, eben, dass die Schwarzen in Anführungsstrichen auch Rechte haben und nicht nur wir Weißen. Ja, aber er hat auf jeden Fall mit 95 Jahren gutes Alter gehabt, auch wenn er davon ein Viertel seines Lebens, 27 Jahre, also ein Viertel seines Lebens, also etwas mehr sogar als ein Viertel im Gefängnis verbracht hat. Ja, aber so ist das halt. Aber eine große Persönlichkeit geht da von uns dahin. Jetzt frei, aber nee, da kommt wieder eine Kurve. Das finde ich so gut. Und Überholverbot. Aber das interessiert uns ja mal herzlich wenig, vor allem auf der Landstraße. Na gut, auf der Autobahn darf man ja grundsätzlich überholen, da gibt es ja kein Überholverbot. Das wäre ein bisschen schwachsinnig. Hat der da vorne eben. Oh. Ach, das war auch noch ein Renault. Der stellt sich vor und zwar. Weil ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht mit dem Renault gerechnet, der vor uns war. Weil der ist ziemlich zügig gefahren, deswegen wundert es mich jetzt, dass es ein Renault war. Na gut, liegt vielleicht auch daran, dass die Erzsam vielleicht ein ganz schön leichter Trailer war und dass vielleicht der leistungsstärkste Renault war. Vielleicht daran eher wohl, weil sonst kann ich es mir nicht erklären. Weil anders geht's nicht. Es muss der leistungsstärkste gewesen sein im Spiel und ein leichter Trailer, weil sonst verzweifle ich gerade an mir selbst. Hier ist auf jeden Fall gefährliches ADR-Gut wahrscheinlich wieder geladen.
ist auf jeden Fall ADR Q3, so wie es aussieht. ADR Q3 ist, glaube ich, das war das, glaube ich, mit dem Benzin zum Beispiel. Also da ist bestimmt Benzin oder Diesel oder sowas drin, ne? So, aber das ist ein Iveco. Ne, das ist ein Volvo, Entschuldigung. Und der ist ja eben gerade vor unserer Nase gespawnt, der da vorne. Noch, der mit den Autos. Hier ist wieder die Shell-Tankstelle. Ja, fahr ruhig raus. Schon. Also, den hättest du aber gesessen. Weil manchmal hat man ja auch immer das Gefühl, die KI hat ihren Führerschein im Lotto gewonnen, aber so ist es nicht. Dabei fällt mir auch gerade an, ich weiß gar nicht, wie viele Fahrstunden ich gebraucht habe. Ah, das weiß ich nicht. Ich weiß, ich hatte mir Zeit gelassen. Also ich bin irgendwie mal so ein, zweimal in der Woche auch gefahren immer. Und ich habe mir gesagt, ich lasse mir einfach Zeit. Weil das war mir wichtig. Ich weiß, ein, zweimal die Woche ist, sagen vielleicht manche, das ist eigentlich nicht, das ist zu wenig, aber wie gesagt, ich habe mir damals Zeit gelassen. Das war ja auch 2009, als ich ihn gemacht hatte. Im Dezember hatte ich ihn, also ich habe ihn jetzt seit 4 Jahren. Und, also ein Autoführerschein durch, ich weiß nicht, ein LKW-Führerschein oder sowas. Nee, nee, also ein LKW-Führerschein muss ich nicht unbedingt haben. Es reicht, wenn ich den LKW-Führerschein im Spiel habe hier. In Anführungsstrichen. Und sonst brauche ich keinen Führerschein. Also irgendwie für Mofa oder Moped brauche ich nicht. Nee, nee. Das ist mir zu gefährlich. Das muss nicht sein. Jetzt wird es aber hier ein bisschen unheimlich gruselig. Halloween ist das, denke ich, schon vorbei. Aber ich habe auch keinen irgendwie hier bei uns gehört, der irgendwie hier mit Süß und Saures rumgegangen ist. An Nikolaus, ja. Nee, ich meine, mit. Ich bin ein kleiner König, gib mir nicht so wenig. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Spruch hieß. Aber es ist auch ein bisschen lange her, als ich damals in dem Alter war. Ich mit meinen steinalten 22 Jahren, ne? Ja. Also natürlich im Vergleich mit zu so Leuten, die jetzt rumgehen.